Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um ein Thema, was für jeden, der an der Börse aktiv werden möchte, super interessant ist, weil es angeblich sehr hohe Renditen verspricht, aber genauso angeblich auch sehr schwierig ist, sehr riskant ist. Und wir schauen heute mal ein bisschen rein, wie eigentlich Trading funktioniert und worauf man achten möchte, wenn man erfolgreich an der Börse wirklich traden, also handeln möchte. Nicht buy and hold, sondern die ganze Zeit kaufen, verkaufen und damit Geld verdienen. Und dafür habe ich mir natürlich einen absoluten Experten eingeladen, nämlich Mathis Ehlert von Gedacht Getan ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Ja, hallo Ruben, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Vielleicht mal so ein bisschen direkt die erste Frage. Ich habe es ja schon angedeutet, Trading ist vielleicht die Königsdisziplin an der Börse. Da wird die ganze Zeit, gehen Charts hoch, runter, es wird gehandelt, es wird gearbeitet daran. Mittlerweile ist das eine richtige Industrie. Das heißt, wahnsinnig viele Profis sitzen da dran, Computersysteme, künstliche Intelligenz. Also alles, was es irgendwie gibt, wird eingesetzt, um im Tradingmarkt Geld zu verdienen. Und jetzt komme ich mit meinem Laptop daher und möchte da mitmachen. Geht das überhaupt? Das geht auf jeden Fall. Also ich nehme da mal gerne das Beispiel. Man sieht, stellt sich hier so einen Trader vor mit so 35 Bildschirmen. Direkt an der Wall Street sitzt man. Es ist halt so, am Ende entscheidet nicht, wie viel Technologie du hast, sondern wie viel Wissen du hast. Das heißt, du kannst einen schlechten Trader vor ein Handy setzen und der wird immer noch besser performen als jemand, der jetzt das beste Equipment der Welt hat. Also am Ende geht es ums Wissen und Wissen kann sich ja eigentlich jeder aneignen. Also hat man da jetzt keinen Nachteil, weil man nicht irgendwie extrem ausgestattet ist. Okay. Wie kann ich mir Trading überhaupt fachlich vorstellen? Also ihr habt ja so eine relativ eigene Herangehensweise, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, also dass es da gar nicht jetzt unbedingt so mathematisch betrachtet ist, sondern du hast schon selber gesagt, es geht vor allen Dingen um Wissen. Wie geht ihr vor oder was unterscheidet euch da auch? Genau, also man kennt ja dieses typische Trading, was man bei YouTube sieht. Das ist dann so Hollywood-Trading, sage ich immer, so typisch Wolf of Wall Street, wie man sich das vorstellt, hoch und runter und hoch und runter. Das geht auch, das kann man machen. Wir sind im Swing-Trading tätig. Das bedeutet, wir wollen die Schwünge des Marktes mitnehmen. Also im Endeffekt, wenn wir eine große Bewegung am Markt sehen, zum Beispiel Tesla bringt neue Autos raus, da wollen wir die große Bewegung nach oben mitnehmen. Und sobald wir sehen, der Kurs verlangsamt sich wieder, wir gehen wieder in die Korrektur über, würden wir das Geld wieder rausnehmen, über meistens so 2 Wochen, 2 Monate, so in dem Bereich. Das ist dann auch das Maximum. Und dann würden wir das Geld wieder umschichten in etwas anderes. Ja, Mathematik hat damit schon ein bisschen was zu tun. Man muss da jetzt kein Super-Nerd drin sein. Also es geht im Endeffekt nicht darum, dass man irgendwas vorausrät. Das ist dann mehr so glaskugelmäßig oder irgendwie Münze werfen. Das ist dann halt Glückssache. Es geht halt darum, dass man sich darüber Gedanken macht, warum eigentlich etwas passiert. Also nicht, Tesla ist um 10% gestiegen, deswegen kaufe ich, sondern eben, weil da neue Autos rauskommen, die extrem, also von der Technologie gut sind. Also auf die Sachen gucken wir natürlich. Ja. Okay, alles klar. Das heißt, man muss sich dann auch mit zum Beispiel Technologien auskennen oder du hast vorher schon gesagt, ihr habt zum Beispiel auch Rohstoffe. Auch da muss man eben so ein bisschen wissen, wie das funktioniert. Erzähl das vielleicht mal am Beispiel von einem Rohstoff, wie zum Beispiel Getreide, hast du vorhin erzählt. Wie kann ich mir das im Detail noch mal ein bisschen vorstellen? Genau, also was viele Menschen da vergessen, wenn sie da vor den Charts sitzen, die denken halt, das ist ein Computerspiel. Also wirklich wie so ein Videospiel, hoch und runter. Und die verstehen ja eigentlich gar nicht, die Börse ist ja eigentlich nicht dafür da, dass jetzt so Kleinanleger, wie auch ich natürlich noch bin, oder im Allgemeinen bin, wie alle unter irgendwie 10 Millionen Anlagevolumen, dass das ja nicht dafür da ist, da rumzuspielen und dass wir da Geld verdienen mit, sondern eigentlich ist es ja dafür da, dass zum Beispiel Bauern ihren Weizen ernten und jetzt die Ernte auf den Markt schmeißen und sie wollen möglichst viele Abkäufer finden, damit ein fairer Preishandel entsteht. Und das vergessen viele Leute, dass zum Beispiel gerade bei Weizen, Weizen muss geerntet werden, es wird auf dem Feld angebaut, dann wird es überall auf der gesamten Welt zu einer gewissen Zeit abgebaut. Und wenn jetzt zum Beispiel viele Bauern, also ziemlich alle Bauern der gesamten Welt, ihre Ernte vom Feld runtergeholt haben und jetzt die Ernte auf den Markt schmeißen müssen, weil Weizen kann man nicht ewig behalten, dann fällt eben nahezu immer wieder der Preis. Und genau auf diese Dinge konzentrieren wir uns. Da wertet man dann zum Beispiel aus, wie viel angebaut wurde, wie die Ernten ausgefallen sind und so weiter. Wo ist denn da jetzt letzten Endes, es klingt ja so, als wäre das quasi eine Garantie zum Geld verdienen. Ne? Wenn man einmal sich den Chart über 10 Jahre angeguckt hat, dann weiß ich immer so, in dem Bereich ist das so. Also kann man faktisch damit gar kein Geld verlieren. Natürlich ist es an der Börse aber leider nicht so einfach. Leider es nicht. Gibt kein geschenktes Geld. Genau. Was sind so die Herausforderungen beim Trading? Warum hat vielleicht Trading auch seinen Ruf, den es hat, dass es eben sehr schwierig sein kann und auch vielleicht sogar deutlich schwieriger sein kann, als einfach jetzt einen ETF zu kaufen? Also es ist definitiv schwieriger, als einen ETF zu kaufen, weil das ist ja super leicht. Das kann ja jeder mittlerweile heutzutage. Ich denke, einen schlechten Ruf hat es, weil die meisten Leute nicht lange genug dabei bleiben. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel vom Weizen. Wir haben einen Effekt, der tritt halt in 8 von 10 Fällen auf. Und dann gerade die meisten Anfänger, die lassen sich dann verleiten von irgendwelchen Nachrichten. Gerade jetzt in den letzten Jahren hatten wir ja diese Nachricht mit Weizen, dass die Ukraine ja angegriffen wurde. Und da Ukraine ist ja der Weizenspeicher der EU, sage ich mal. Und genau dann beschäftigen sich die Leute mit Weizen. Davor wussten sie gar nicht, dass man das traden kann. Dann gehen sie rein in den Markt und es passiert genau das Gegenteil.
Wenn sie das aber in den 8 Jahren davor gemacht hätten und auch im nächsten Jahr, dann hätte das funktioniert. Aber sie werden halt eben abgeschreckt dadurch, dass sie es einmal probieren und dann nie wieder. Und das ist halt ein Problem. Das ist halt wie, ja, weiß ich nicht, einmal versuchen, irgendwie was Neues zu machen, dann funktioniert es nicht direkt, du bist nicht direkt der absolute Profi und dann hörst du halt direkt wieder auf. Das Problem am Trading ist eben, dass man dabei Geld verliert. Und das ist halt für die meisten Anfänger, das kennen die nicht. Ja. Die sind ein Angestelltenberuf, die verdienen immer wieder Geld, egal was für eine Leistung sie im Endeffekt abliefern. In der Regel, irgendwann hört es dann auch auf. Aber das kennen die gar nicht, dass sie dann wirklich ihr eigenes Geld da reinlegen. Und das ist dann immer das Problematische, warum ich denke, dass die meisten Leute da Geld verlieren, wenn sie sich nicht damit beschäftigen. Wenn man über Leute spricht, die damit Geld verlieren, dann ist es ja auch immer so diese Story, dass Leute damit wirklich richtig Geld verloren haben. Also Fehler beim Trading können anscheinend teurer werden als Fehler, wenn man normal long in Aktien investiert. Ist das so? Also so kommt es medial rüber, aber wie würdest du das einschätzen? Ja, also im Trading, wir sprechen ja meistens im Trading davon, dass wir einen Hebel benutzen. Das liegt eben daran, dass wir unser Kapital mehrfach verzinsen wollen. Also wenn ich 100.000 Euro habe, dann investiere ich ja beim Aktieninvestment alle 100.000 Euro rein. Im Trading würden wir in der Regel so einen Hebel von 10, ja manchmal so 3 bis 10 bekommen, also 1% Bewegung gleich 3% Bewegung nach oben. Das geht aber natürlich auch in die andere Richtung. Und wenn man jetzt 100.000 Euro reinsteckt in einen einzigen Trade, was vollkommen dämlich ist, das würde man niemals machen, ein Aktienportfolio sollte ja auch nicht nur aus einem Wert bestehen, dann kann das auf jeden Fall so sein. Und gerade das machen halt Anfänger, weil die sehen dann irgendeine Nachricht, die haben davon überhaupt gar keine Ahnung, die sehen neuer Geheimreport, Tesla bringt bald ein fliegendes Auto raus, die checken das überhaupt gar nicht, gehen rein mit ihrem gesamten Geld, mit einem 10er Hebel und das Geld ist dann weg. Also man kann grundsätzlich nicht mehr verdienen in Europa, verlieren, als man einzahlt. Also man kann nicht irgendwie in Schulden reingehen, das kommt denen auf jeden Fall zugute, aber es ist auf jeden Fall gefährlicher. Aber dafür sind natürlich die Renditen auch höher. Ne? Das ist dann natürlich der Vorteil vom Trading auch. Das wäre jetzt auch direkt die nächste Frage gewesen. Ja. Was kann man jetzt, also wenn man vom normalen Aktienmarkt long ausgeht, dann wird ja ganz oft gesagt, dass der Aktienmarkt sich eigentlich im Durchschnitt über die Jahre so mit 7-8% entwickelt. Ja. Das heißt, wenn ich einfach alle Aktien kaufe und ich mache nie irgendwas, ist das so meine durchschnittliche Jahresrendite. Ja. Wie ist das denn beim Trading? Also gibt es sowas Ähnliches da auch oder wo kann man mit dem Trading auch hinkommen vielleicht mal? Ja, also man kommt auf jeden Fall auf zweistellige Renditen dann, aber die Schwingungen sind natürlich dabei größer und es kommt natürlich auch darauf an, dass man es konstant hinbekommt. Also es gibt ja Jahre, bei denen der Aktienmarkt auch deutlich schneller steigt, ne? Also mehr als 10% dann eben auch, gerade letztes Jahr haben wir das ja gesehen. Und genauso ist das im Trading. Das heißt ja nicht durchschnittlich 7-8% beim Aktienmarkt, das heißt jedes Jahr 7%, das wäre schön, sondern es ist eben minus 20, dann mal wieder plus 30 und daraus wird ja ein Durchschnitt gebildet. Man kann sagen, wenn man sich damit wirklich viel beschäftigt mit diesem Trading, sind zweistellige Renditen auf jeden Fall möglich. Mittel bis tief zweistellig, ne? Also dreistellig, das ist nahezu unmöglich. Das schafft niemand konstant. Mal ein Jahr vielleicht und im nächsten Jahr verliert er wieder alles und das ist ja dann auch nicht wieder der Sinn. Ja, ja, nee, klar. Aber Voraussetzung dafür ist ja wieder ganz wichtig, das ist nicht eine Einbahnstraße, sondern man muss sich damit dann halt wirklich beschäftigen und das ist ganz wichtig. Also es ist dann eben nicht eine Stunde ETF-Recherche im Monat, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Was heißt ein bisschen mehr? Also wenn ich jetzt erfolgreich sein will als Trader, wie viele Stunden setze ich mich jeden Tag vor den PC und mache das? Also jeden Tag ist auch zu viel. Also jeden Tag ist natürlich gut, wenn man sich damit jeden Tag beschäftigt. Ich sag mal so 4-5 Stunden pro Woche sollte man definitiv einplanen. Mehr als 10 oder 15, das gibt es teilweise auch, dass dann Leute neben dem Job das den ganzen Tag machen, bringt aber auch irgendwann nichts mehr. Weil irgendwann, du hast einen Job, du hast eine Familie, du hast gleichzeitig noch Trading, das wird nichts. Also man muss da so ein Mittelding finden. Am Anfang ist es mehr, irgendwann wird es weniger, das ist klar. Kann man theoretisch auch Vollzeit-Trader sein? Gibt es solche Leute, die das eben auch, ich meine jetzt nicht angestellt in einem Fonds, sondern privat quasi machen? Auf jeden Fall gibt es viele, die meisten Leute machen es erstmal in Teilzeit, also gerade wenn du angestellt bist, dann suchst du dir eigentlich ein zweites Einkommen, ne, weil du bist angestellt und du wirst wahrscheinlich jetzt nicht einfach mal einen riesigen Schritt im Geld machen. Und deswegen denken ja die meisten Leute, hey, ich bin angestellt, ich muss jetzt ja investieren, weil ich kann jetzt ja nicht die nächsten 40 Jahre 5.000 Euro brutto verdienen oder sowas. Ne? Das will ich nicht, ich will mich auch weiterentwickeln. Direkt den Schritt ins Vollzeit-Trading würde ich jetzt einem Angestellten nicht empfehlen, gerade wenn er anfängt. Es gibt aber definitiv Leute, die das machen. Das ist dann die Kombination aus, wie viel Kapital habe ich und wie viel Wissen habe ich über dieses Thema. Also als Anfänger ist das unmöglich. Sage ich so schon, also das funktioniert mal kurzzeitig und dann verlierst du all das Geld, bringt gar nichts. Okay. Muss man ein großes Startkapital mitbringen oder wie ist das? Was würdest du sagen, ab welcher Summe sollte man sich wirklich mal mit Trading beschäftigen, wo das auch sinnvoll ist? Dann? Also beim Investieren sagt man ja, mit jedem Geld kann man starten. Also ich sag mal so 25 Euro monatlich, ne? Auch ohne Startkapital. Im Trading sollten es halt im Endeffekt eigentlich auch schon fast über 20.000 Euro sein, damit dann die Zeit, die man da reinsteckt, sich auch wirklich lohnt. Ja, ja. Weil wenn ich jetzt 20.000 Euro verdiene
und ich mache eine Rendite von 50% pro Jahr, was ja extrem ist. Also wenn du das konstant hinbekommst, dann wirst du von JP Morgan rekrutiert, obwohl du keinen Abschluss hast, wenn du das hinbekommen würdest. 50% auf 20.000 Euro sind halt aber reell 10.000 Euro und da sind noch Steuern abzuziehen. Ja. Das heißt, du steckst da halt sehr viel Zeit rein, 4 bis 5 Stunden pro Woche und am Ende verdienst du halt pro Jahr 10.000 Euro. Das ist ein Anfang, irgendwann muss man ja starten, aber ab einem gewissen Punkt muss man sich ja fragen, okay, ich könnte halt im Endeffekt einfach auch einen Nebenjob annehmen und da würde ich dann mehr Geld verdienen. Deswegen, ich sag mal so, ab 20.000 Euro, da macht es sehr viel Sinn. Alles darunter ist natürlich auch sinnvoll. Da übt man dann und arbeitet sich so langsam hoch. Also irgendwann muss man ja starten. Mhm. Okay. Jetzt gibt es ja viele Leute, du hast schon angesprochen, die auf eigene Faust quasi mit Trading starten, einfach irgendwo sich angemeldet haben, 2, 3 YouTube-Videos gucken und Feuer frei. Ja. Quasi, das klappt dann in der Regel nicht wirklich, wird dann schnell aufgegeben. Wie ist denn der richtige Approach? Also bevor man jetzt anfängt als Trader, sollte man wirklich, also ist besser so Learning by Doing mäßig deiner Meinung nach? Oder sagst du, nee, ganz ehrlich, man sollte mal sich einen Monat hingesetzt haben und irgendwelche Sachen konsumiert, gelernt haben, bevor man mit Trading beginnen sollte. Also ein Monat ist es nicht, das kann ich schon mal sagen. Also es ist halt nicht so. Es ist Learning by Doing, das kann man halt machen, wenn man irgendwie irgendeinen Job ausführt, sage ich mal, wie Handwerk oder irgendwie sowas. Also ich sag mal, ein Hobby sich aneignet. Mhm. Weil wenn ich dann mit dem Hammer mal ein Stück Holz kaputt mache, okay, passiert. Wenn ich aber Learning by Doing mache mit Echtgeldkonto und da sind 20.000 Euro drauf, meine Ersparnisse, und dann mache ich einen kleinen Fehler, dann könnte halt da Geld weg sein. Das ist halt dämlich, das sollte man nicht machen. Ein Monat ist zu wenig auf jeden Fall. Was natürlich bringt, ist Vorerfahrung aus dem Bereich Wirtschaft, also vielleicht entweder ein Studium, eine Ausbildung in dem Bereich, das ist natürlich sehr sinnvoll. Und Demokonten gibt es natürlich auch, gerade am Anfang mit Spielgeld zu arbeiten. Das ist nicht das gleiche wie Echtgeld, aber man kommt rein in dieses Thema, man baut keine großen Fehler und man kommt schon mal so ein bisschen rein in dieses, man arbeitet dort mit Geld. YouTube-Videos gucken, schwierig, weil gerade so diese Bildung über dieses Thema, das ist halt sehr, ist ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt gute Kanäle, es gibt schlechte Kanäle. Meistens sind die schlechten Kanäle die, die irgendwie rumprotzen mit Lamborghini in 2 Tagen und das funktioniert halt alles nicht. Mhm. Also Bücher lesen in dem Bereich natürlich und halt nicht die, es ist halt wirklich so leider, die spannenden Bücher sind meistens die, die auf Marketing getrimmt sind. Die langweiligen Bücher, so Doktorarbeiten, tatsächlich so wissenschaftliche Arbeiten, das ist eigentlich das, wo das wirkliche Wissen drin ist. Ja, aber das liest sich leider nicht so schön. Nee, leider nicht, deswegen. Du hast gerade was Spannendes gesagt. Warum ist ein Demokonto was anderes als ein echtes Konto, wenn ich doch letzten Endes die exakt gleiche Marktbewegung habe? Ist ja, psychologisch quasi denn? Also, wenn du halt, weiß ich nicht, Computerspiele spielst und du fährst halt mit dem Rennwagen über den Nürburgring, dann ist es ja auch ein bisschen was anderes, als wenn du dann im echten Leben da auf den Nürburgring fährst. Sicherlich kannst du dann die Strecke auswendig irgendwann, aber es ist ja trotzdem was ganz, ganz anderes, weil da Adrenalin ja auch drin ist. Und Menschen sind ja jetzt eigentlich auch noch nicht so weiterentwickelt. Wir sind ja eigentlich im Endeffekt noch Affen. Und das zeigt sich dann gerade in solchen Stresssituationen, weil in deinem normalen Leben hast du ja wenig Stress. Ja, da hast du mal eine Deadline, die du einhalten musst und da kommen ja manche Leute nicht mit klar. Aber wenn du jetzt mit 20.000 Euro arbeitest und du siehst auf einmal, okay, du hast einen Fehler begangen und da sind 1.000 Euro auf einmal weg und das ist 1/20 deiner gesamten Ersparnisse der letzten Jahre, dann geht dir natürlich der Arsch auch runter, ist auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und genau dafür ist dann ein Demokonto da. Das kann das nicht 1:1 simulieren, aber man kommt rein in dieses Thema, ohne halt diese extremen Ängste zu haben. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil mit Angst, also wenn du auf der Basis von Angst halt solche Entscheidungen triffst, das ist keine gute Idee. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du einem angehenden Trader geben würdest? Vielleicht, du hast es gerade eben auch am Anfang schon angesprochen, wenn man natürlich sowas wie Weizen tradet, so dann gibt es ein physisches Produkt, das kann jetzt auch nicht auf Null fallen. Man kann ja auch ganz andere Sachen traden, die vielleicht viel risikoreicher sind. Also sollte man sich eher an physischen Rohstoffen oder irgendwas orientieren? Oder was würdest du noch so an Tipps geben für jemanden, der halt damit jetzt anfängt, der erstmal reinkommen möchte? Also da gibt es tatsächlich eigentlich gar, also auf den Markt bezogen ist es eigentlich in Anführungszeichen irrelevant. Wichtig ist halt, die meisten Leute wollen immer starten bei Bitcoin und bei Ethereum und bei irgendwelchen Kryptowährungen. Warum? Weil die halt sehen, okay, 20% in einem Tag. Dann checken sie aber halt nicht, dass es eben auch in die andere Richtung gehen kann. Und wenn sie jetzt noch einen Hebel benutzen von 10 oder 20, dann ist halt an einem Tag mal halt dein gesamtes Kapital weg, wenn du was Dummes machst. Und genau deswegen sind gerade so diese Kryptowährungen, die schnelle Bewegung haben, keine guten Anfängermärkte. Penny Stocks, also gerade diese Aktien mit ganz, ganz kleinem Wert, die eben auch extreme Renditen innerhalb von kürzester Zeit machen. Alles, was viel Volatilität hat, also es steigt sehr schnell und es fällt sehr schnell, ist für Anfänger eigentlich nicht geeignet. Weil du musst ja den ganzen Tag am Handy sein, um das dann wirklich zu überprüfen. Und dann kommt eine Nachricht raus und du kannst gar nichts machen. Es geht nicht. Also gerade so langweiligere Märkte, wo man überhaupt nicht dran denken würde, gerade so Weizen. Es ist ja immer eine Sache vom Wettkampf. Wo viele Leute sind, das ist viel Wettkampf. Wenn ich in der Stadt einen Dönerladen aufmache und da sind überall Dönerläden, dann habe ich ein total schwieriges Leben. Wenn ich aber irgendwo in der Stadt einen Dönerladen aufmache, wo gar keiner ist, dann habe ich ein total leichtes Leben. Ja. Und Weizen, wer tradet Weizen? Keiner. Aber wer tradet Kryptowährung? Alle. Jeder will Bitcoin traden.
Und das ist halt der Nachteil. Das ist genau das gleiche Beispiel, weil da viele Leute sind, die gegeneinander kämpfen, wollen die sich alle gegenseitig das Geld klauen. Weizen traden halt Bauern. Ja. Und die wollen halt einfach verkaufen, weil die damit Geld verdienen. Die können nicht einfach mal ein Jahr lang ihr Weizen halten und sagen, ja, aber bald steigt der Preis wieder. Das geht ja nicht, das können die nicht. Ja, ja. Das ist natürlich dann super spannend und gerade ja. Krypto, da hat man ja auch schon wilde Geschichten von gehört. Ja. Also das sind ja dann auch wahrscheinlich meistens die, die dann auf YouTube sagen, hier, so habe ich in 3 Tagen ein Lambo mir verdient oder so. Ja, das ist also dieses typische, dass die Leute, die überleben, dann auch gezeigt werden. Also es gibt halt 20.000 Jugendliche, die haben ein YouTube-Video hochgeladen. Ich habe heute Kryptowährung 1, 2, 3 gekauft. Diese Videos gehen nicht viral und die eine Person, die davon viral geht, das ist halt die Person, die irgendwie die Kryptowährung gekauft hat und sich dann Lamborghini gekauft hat. Die anderen 20.000 Jugendlichen, die irgendwie 1.000 oder ihre gesamten Ersparnisse in eine Kryptowährung reingepackt haben, die werden natürlich nicht viral gehen und deswegen sieht die keiner. Ja. Und genau diese Erfolgsstory sieht natürlich jeder und dann sagt, ja, so einfach ist es gewesen. Ich habe ja einfach die Kryptowährung da unten gekauft und da oben wieder verkauft. Da denkt sich dann jeder, ja, das kann ich ja auch. Ja. Wie bist du denn eigentlich selber zum Trading gekommen? So, bist du irgendwie durch Zufall da reingekommen oder auch erstmal so mit ETF gestartet und hast dich dann quasi hochgesteigert? Nee, oder, gar nicht. Ich bin wirklich direkt reingegangen. Die Anfänge waren wirklich das Typische. Also damals, als ich angefangen habe, da war es noch nicht so viel mit YouTube, aber waren schon die ersten Videos drin. Ich habe sämtliche Bücher gelesen zu diesem Thema. Ich habe viele YouTube-Videos natürlich dazu gesehen. Später ist mir dann aufgefallen, dass es bei mir so ein Auf und Ab war, die ganze Zeit hoch und runter, also wie so eine Achterbahnfahrt, sage ich mal. Und dann habe ich mich tatsächlich damals dazu entschieden, einen großen Batzen Geld in die Hand zu nehmen, also einen mittleren fünfstelligen Betrag und wirklich eine Ausbildung zu machen an der Wall Street von einem ehemaligen Hedgefondsmanager, weil ich mir halt dachte, okay, ich habe jetzt hier ewig lange Zeit reingesteckt und ich habe irgendwie mit 5.000 Euro gestartet, einfach als Spielgeld, weil ich mal wissen wollte, wie es geht. Und ich habe da hunderte Stunden reingesteckt und nach anderthalb Jahren war ich genau da, wo ich angefangen habe. Und dann dachte ich, ja, so kann es ja nicht weitergehen. Mhm. Da habe ich halt gedacht, okay, wenn es mir jemand beibringen kann, dann auf jeden Fall die es nachweislich immer wieder machen. Und ich muss auch sagen, ich habe die Ausbildung durch Vitamin B bekommen, ansonsten hätte ich das gar nicht bezahlen können. Mhm. Also letzten Endes, dann gab es ja die Geheimnisse quasi. Waren es wirklich so krasse mathematische Geheimformeln oder war es eigentlich viel simpler, als du gedacht hast? Es ist tatsächlich viel, also es ist ja genau das mit dem Weizen, da kommt man ja eigentlich als normaler Mensch gar nicht drauf. Eigentlich ist das ja super, super simpel, wenn man das einmal verstanden hat. Es ist trotzdem anspruchsvoll, das umzusetzen, klar, aber es waren nicht irgendwelche mathematischen Formeln, das kann ich schon mal verraten. Es ist halt, wenn man sich das einfach mal logisch vorstellt, das ist ja so die Sache, die ich auch immer zeigen möchte. Stellt euch mal so einen Hedgefondsmanager an der Börse vor. Genau das war die Person, die mich ausgebildet hat damals. Und diese Person setzt sich halt nicht in ihrem Büro dahin, direkt an der Wall Street, und zeichnet halt irgendwelche Striche in den Chart und sagt dann, ah, hier war die Trendlinie und deswegen kaufe ich jetzt hier die Kryptowährung ABC. Das machen die nicht, das ist totaler Quatsch. Die konzentrieren sich halt darauf, die holen sich Daten darüber, wie viel Weizen angebaut wurde in diesem Jahr, wie viel vergammelt ist davon, wie die Wetterverhältnisse sind. Und am Ende machen sie eine Auswertung, das machen zum Beispiel Investmentbanker den ganzen Tag, in einer schönen PowerPoint-Präsentation, steigt oder fällt der Markt jetzt? Und das kann man theoretisch auch als normale Person, weil diese Berichte sind öffentlich zugänglich für jede einzelne Person. Mhm. Okay, okay. Also erstmal hochspannend, da kann man sich ja dann richtig reinfuchsen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, du unterstützt ja jetzt auch selber Leute dabei, quasi zu traden. Warum bist du nicht mit deinem Wissen im Keller sitzen geblieben und hast einfach dich jetzt zum Millionär selbst getradet, sondern zeigst das jetzt auch noch Leuten? Also was war da so? Ja, das habe ich tatsächlich die ersten 6 Jahre gemacht, also genau das. Und dann kam Corona, ich habe noch nie vorher irgendwas mit Social Media zu tun gehabt. Dann war Corona da und man konnte gar nichts mehr machen. Und dann habe ich mal auf Social Media Content gemacht und das ist halt extrem eingeschlagen. Wir sind ja auch auf TikTok zumindest der größte Kanal mit Bezug auf Trading. Mhm. Mittlerweile mit über 55.000 Abonnenten. Meine Mutter hat mir damals immer gesagt, mach doch Lehramt. Und ich wollte auch immer Lehrer werden, aber dann habe ich mich halt dazu entschieden, dann doch irgendwas Wirtschaftliches zu machen und so kombiniere ich halt beide Sachen. Und auch ganz ehrlich, ich sage es auch ganz ehrlich, es geht immer um Geld. Ich bin an der Börse, es geht um Kapitalismus, die Ausbildung kostet offensichtlich Geld und jedes Geld, was ich dadurch einnehme, kann ich wieder in die Börse reinstecken und noch mehr Rendite machen. Ja. Das ist mein Gedanke dazu. Ja, ja. Das ist ja auch, glaube ich, das unterschätzen ja ganz viele Leute, dass natürlich Eigenkapital auch fast der krasseste Hebel ist. Ne? Ja. Also viele versuchen immer noch 1% hier und 1% da und hätte man einfach ein bisschen mehr Eigenkapital gehabt. Ja, das ist so einfach. Es ist einfach mehr Eigenkapital. Ja, ja. Ja, ja. Das ist wirklich so. Also ich kann halt der beste Trader der Welt sein, wenn ich halt dann irgendwie mit 1.000 Euro arbeite und jedes Jahr mein Konto verdopple. Das ist ja auch schon extrem krass. Es schafft keiner. Sein Konto verdoppeln jedes Jahr, das geht nahezu nicht. Ja. Aus der Statistik. Da machst du halt aus 1.000, 2.000 Euro, dann 4.000. Irgendwann bist du bei einer Million, aber das schaffst du erstmal nicht und es dauert halt ewig. Wenn du aber 10.000 Euro einzahlst, dann geht der Weg halt einfach mal dreimal so schnell. Ja. Oder zehnmal so schnell eigentlich in dem Fall. Ne? Mit Zinseszinseffekt noch schneller.
Ja, von daher absolut sinnvoll auf jeden Fall. Du hast jetzt mittlerweile viele, viele Leute ja auch schon dabei beraten, selber mit Trading anzufangen. Ja. Was sind da so für Geschichten dabei? Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand wirklich, fürs Trading braucht man ja außer das Startkapital und Laptop eigentlich wirklich gar nichts. Also da wird ja mit Sicherheit, wenn da spannende Storys dabei, klar, Internet wäre nicht schlecht, ne? Aber nehmen wir das jetzt einfach mal in Zweifel, versetzt man sich in McDonald's, sehen wir das einfach mal als so eine Art gottgegeben an. Was für Storys hast du da erlebt, wenn Leute wirklich damit angefangen haben? Wie haben sich deren Leben geändert? So kannst du vielleicht mal ein, zwei Geschichten von Kunden erzählen, die dir auch selber in Erinnerung geblieben sind. Also eine Person habe ich tatsächlich in Erinnerung, das weiß ich ganz genau, mit dem hatte ich ein Gespräch. Ganz am Anfang habe ich halt beraten, weil er eben gesagt hat, hey, ich hatte schon mal eine sehr, sehr schlechte Erfahrung mit Trading gemacht. Genau dieses typische, ich bin am Anfang reingegangen, es hat super gelaufen und dann hat gar nichts mehr funktioniert. Und ich habe mehrere tausend Euro, also mehrere 10.000 Euro auch an der Börse verloren. Dann haben wir für den eine Strategie im Endeffekt ausgearbeitet und im Endeffekt war es tatsächlich einfach nur Disziplin, immer wieder exakt das Gleiche tun, also im Endeffekt so eine kleine Routine einzubauen. Und ganz ehrlich, ich habe ihm so lange in den Arsch getreten, bis er es dann auch wirklich gemacht hat, weil das war so eine sehr, sehr emotionale Person, die sich dann eben, also so ein typischer Typ halt eben, so ein Mann, der sehr, sehr risikoreich arbeiten will, ne, der immer überall an der Ecke den nächsten großen Gewinn sieht. Bei dem haben wir das so lange durchgezogen, mittlerweile kann der davon vollkommen leben und der ist ausgewandert, also nach Malta. Da lebt er einfach, tradet. Da lebt er einfach, ne? Und dann gibt es natürlich viele, das sind jetzt auch dann die Mehrzahl, das ist natürlich ein Ausreißer, ne? Da hat er auch schon ein bisschen mehr Kapital natürlich dementsprechend. Die meisten Leute gehen in Teilzeit und das ist eigentlich mal so das, was ich auch den meisten Leuten empfehle, direkt hauptberuflich traden. Das schafft man aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, wenn man das nicht direkt von Anfang an macht, weil die Leute auch die Sicherheit vom Angestelltenverhältnis brauchen und das empfehle ich auch. Aber diese Teilzeitoption, dass man sagt, ich gehe einfach in einer Woche 10 Stunden runter, da haben wir zum Beispiel einen Kommissar. Der mochte seinen Job sehr, sehr gerne, hat dann aber gesagt, das ist so viel Stress für mich, dieses Ganze und auch dieses Psychologische an der Polizei. Ich möchte da ein bisschen kürzer treten und hat einfach irgendwas gesucht. Und weil er Beamter ist, darf er sich nicht irgendwie so richtig selbstständig machen, so wie ich das verstanden habe. Und er musste halt im Endeffekt einfach investieren oder er hätte einfach weniger Geld verdient. Und deswegen hat er sich da so reingenördet in dieses Thema. Und mittlerweile ist er seit anderthalb Jahren in Teilzeit. Und die Differenz, was er verliert sozusagen, dadurch, dass er Teilzeit macht, durch Trading. Ja. Also, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ich habe es ja schon angesprochen, Trading wird immer professioneller. Jetzt kommt natürlich künstliche Intelligenz, könnte ich mir vorstellen, ist ein Riesenthema. Ja. Immer mehr Computersysteme, die das Ganze übernehmen. Mhm. Hat sich das Trading an sich in den letzten Jahren denn großartig geändert oder auch mal auf die Zukunft bezogen? Glaubst du, es wird sich massiv ändern oder wird man auch in 10, 20 Jahren noch mit ähnlichen Methoden im Trading erfolgreich sein können? Was denkst du, kommt da? Also ähnliche Methoden bestimmt, weil es gibt immer irgendwo einen Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis, irgendwelche Differenzen, also auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber man muss auch schon sagen, das Trading hat sich jetzt auch schon extrem verändert, gerade mit diesem Computersystem. Wenn man sich das mal, das Typische, was man von der Wall Street kennt, wenn man sich das so anguckt, gerade aus den älteren Zeiten, ist dieses Wolf of Wall Street. Da sitzen irgendwelche Leute rum, die schreien da rum und sagen, Verkaufs- und Verkaufspreis, das gibt es gar nicht mehr. An der Wall Street, war jetzt letztes Jahr wieder da, da sitzt keiner. Niemand. Das sind alles nur noch Computer dort und das wird sich einfach verschnellern. Also irgendwann ist die Wall Street wahrscheinlich abgeschafft, weil da einfach nur noch Computer sitzen. Aber gerade weil Computer, also das sind ja keine super smarten Dinge, die sind ja alle durch Menschen gemacht und Menschen sind ja eigentlich auch nur Computer, kannst du da, weil die auch logisch nach einem System arbeiten, eben selbst auch sowas ausarbeiten. Du musst halt im Endeffekt wie so ein Computer funktionieren. Mhm. Also es passiert eine Sache, deswegen mache ich das. Du musst da sehr rational rangehen an die Sache und eben nicht emotional. Ja. Super spannend. Wer jetzt von euch sagt, das Thema Trading finde ich spannend, da waren jetzt einige Punkte dabei, da sehe ich mich auch oder das könnte ich mir vorstellen. Wir verlinken natürlich alles hier unter dem Video. Ihr habt einen YouTube-Kanal, hast du schon gesagt, TikTok auch. Genau. Ne, das packen wir natürlich hier drunter und auch die Webseite, wenn jetzt jemand von euch sagt, da will ich tiefer reingehen, will ich mich ein bisschen ausbilden lassen und die Erfahrung dann vielleicht auch überspringen, damit es ein bisschen schneller klappt, dann kann man sich bei euch entsprechend melden. Genau. Glaube, dann kann man erstmal miteinander sprechen und dann schauen, wie das Ganze so machen passt. Wir das. Cool, alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Kein Problem. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.